Da sind wir schon in Ingolstadt gegen Mannheim und es ist schon der vorletzte Spieltag der Saison 22-23. Es geht um nicht mehr ganz so viel. Zwei Siege und gleichzeitig zwei Niederlagen von Dresden würden uns noch Platz 2 bescheren. Ich glaube nicht mehr dran. Aber wir wollen die Saison einfach mal solide zu Ende bringen. Wir gehen heute mit einer etwas veränderten Startelf in dieses Spiel. Und zwar haben wir Bischof, der ist die letzten Spiele gesetzt, auf links für den verletzten Amin. Sivea auf der 10, Semic, der hat sehr, sehr wenig gespielt, der darf nochmal ran. Und Flick auf der 6. Dann legen wir los. Das war mit Ansage der Fehlpass, den habe ich gesehen. Gut gestoppt von Agu. Und Ecke für Waldhof. Aber die haben wir. Das war ganz schön von hinten. Marc Schnatterer mit der ersten gelben Karte des Spiels. Wohl verdient. So. Mal sehen, wo wir hier ein bisschen Platz finden. Vorne ist Platz. Nehmen wir den nochmal mit. Rückraum und da ist die Wehr. Und der trifft. 1-0. Sehr schön gemacht. Tim Sivea, der hat immerhin auch schon 4 Tore geschossen. Der Ball ist im Aus. Ah, hier sehen wir die Tabelle mal eingeblendet. Also, die 6 Punkte Rückstand auf Platz 2. Ja, es wäre ein Wunder. Und Drittligameister werden wir nicht mehr. Der Zug ist leider schon abgefahren. Aber solange wir aufsteigen am Ende, das ist ja das erklärte Ziel, dann pfeife ich auf so eine kleine Trophäe. So, jetzt mit ganz viel Ruhe und Ballkontrolle da. Führen ja auch schon. Und wir legen nach. Doch nicht. Schade, man hat ein bisschen zu lange gewartet mit dem Schuss. Sivea hat schon mal getroffen, jetzt aber keine Schussposition. Ballkontrolle ist das Zauberwort. Und dann die schönen Pässe suchen. Zum Beispiel hier wieder Sivea. Und nochmal Sivea. Und ein drittes Mal Sivea. Nein. Der Ball kommt nicht zum Mitspieler von Uppsala Waldhof, sondern zu uns. Wir bleiben weiter dran. Koko. Guck mal, ob er flanken kann. Nee. Wird dann aber geblockt. Schade. Oh, da kommt er nicht mehr dran. Doch, kommt er noch. Stark geholt. Aber da muss er ein bisschen abbrechen. Auf Sicherheit gehen. Nürnberger. Aus der zweiten Reihe. Ja, bei denen geht sowas immer rein. Dann darf ich das doch auch mal probieren.
Kopfball. Das müsste nochmal eine Ecke geben. Alle wieder zufrieden in Ingolstadt. Fans und Vorstand haben sich ein bisschen beruhigt, zeigen jetzt dem Trainer nur noch in Anführungszeichen einen dicken, orangenen Daumen nach unten und nicht mehr das böse, böse Ausrufezeichen. Das heißt, gleich wirst du gefeuert. Agu! Kommen wir zur Ecke. Schon wieder auf der Linie geklärt, das gibt's ja gar nicht. Also, es gibt immer so ein paar Stellschrauben, an denen EA Sports drehen kann. Ich würde sagen, die Tatsache, dass man wirklich etwas weniger Ballkontrolle hat, finde ich ja ganz gut. Aber die Tatsache, dass die Mannschaften immer... Aha, da habe ich gefault. Immer schön auf der Linie klären, wenn man einen Eckball irgendwie aufs Tor bringt. Das könnte noch ein bisschen optimiert werden. Ja, das war dämlich. Warum grätsch ich denn da? So, mal sehen. Oder mich verladen. Und es steht 1:1. Da hat der Mantel aber auch sehr früh die Ecke preisgegeben. Ball mit. Das Rot kriegt den Ball nicht kontrolliert, dagegen 2. Wir klären den Ball raus und bauen wieder auf. Guck mal da. Ah, hoppsa. Nein. Da ist das 2:1. Für Waldhof Mannheim. Schon wieder Schnatterer. Meine Güte, da habe ich mich jetzt ein bisschen einlullen lassen. So, und das so kurz vor der Halbzeit. Zeit ist gleich rum. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal einmal nach vorne zu kommen. Nimm mal den damit. Nimm mal den damit. Sevilla 2:2. Sehr schön. Hab eigentlich schon mit einem Halbzeitpfiff gerechnet, aber 2:2 geht man viel lieber in die Halbzeit. Ist doch klar. Ja, spielt da schön nochmal rüber. Sevilla steht dann einfach richtig. Schon fast ein bisschen angeschlagen. Aber gut, noch 2 Toren. Hat man seine Leistung ja eigentlich erbracht. Und es ist Halbzeit. 2:2, alles offen. Keine Beschwerden von meiner Seite aus. 4-mal hat er aufs Tor geschossen. Gut ab. Wir haben 2 gelbe Karten schon. Die wechseln wir jetzt mal aus. Und den Rest lassen wir so weiterspielen. Upsa, das sind interessante Tacklings da. Glück gehabt, den hat er nämlich schön in die Mitte gespielt.
Mokoko geht. Mokoko geht immer noch. Ah, da wollte er nicht mehr weitermachen. Oh, geblockt von Agu. Und? Mokoko holt sich den Ball. Nee, verliert ihn aber wieder. Rote holt sich den Ball. Nimmt da Flick mit und jetzt muss die Wehr gehen. Ah, da habe ich einen Moment verpasst. Schade. Ah, das war wieder ein klassischer Pfeifer, der sich da selbst austanzt. So, haben wir den Ball. Das war ein Foul. Foul von Fridolin. Schön gesehen. Ausgespielt. Dann da in die Mitte und das ist Pečinović. Und es steht 3:2. Das ist der junge Nachwuchsstürmer. Schön, das haben wir jetzt in der Wiederholung gar nicht mehr gesehen. Die Einleitung von Sivea war was ganz Besonderes. Der Lupferpass da auf den freien Mann. So, das ist wieder Pfeiffer. Hoppala. Wie gesagt, es gibt so Sympathien für Spieler und Pfeiffer hat bei mir leider keine. Wenn man mit dem spielt, man hat immer das Gefühl, da ist nichts Kontrolliertes dabei. Auch wenn der eine 75er Stärke inzwischen hat. Hat er nicht unbedingt mein Vertrauen. Sie wäre wieder ganz engagiert, aber kommt da nicht dran. Ich glaube, gleich ist auch mal Zeit für noch ein paar Wechsel. Ja. So, da hat Pfeiffer aufgepasst. Sehr gut. Ah, und der bleibt hängen. Das war Simic. Das war wieder Pfeiffer. Ihr wisst, was ich meine. Da ist das 3:3, so ein Ärger aber auch. Bisschen überflüssig. Fans sind begeistert. Die Ingolstädter weniger. Ja, gut, da stehen dann zwei frei. Appelkamp ist im Spiel. Und Bech, hier auf der Position, der wird uns auch verlassen. Grundsätzlich kann man ja davon ausgehen, dass in der nächsten Saison einige Änderungen anstehen. Wie viele das werden, das kommt auch ein bisschen aufs Budget an. Denn jeglicher Startbonus, den wir hatten, das private Kapital des Andy Lattek, ist jetzt verbraucht. Aber das haben wir gut investiert in Spieler, die viele von denen wirklich schon echt stark gestiegen sind. Oh oh. Das war gut gemacht vom Mantel, dem Torwart. Doppelter Doppelpass.
Doku geht mit. Ah, hat da wieder den Moment verpasst. Da, das ist Nürnberger, der ist hoffentlich nicht zu sehr verletzt. Einmal könnte ich noch wechseln. So, jetzt wollen wir da irgendwo noch durchkommen. Nein, der wird gehalten. Ach, Nürnberger. Da kommt Stiller rein. Und dann haben wir unsere Wechsel, glaube ich, soweit erschöpft. Gute Besserung an Nürnberger. Spätestens zur Relegation brauche ich den wieder. Der steht im Abseits, Jungs. Nee, stand da nicht. Okay. Das ist Pfeiffer. Schießen kann er schon mal gar nicht. Aber Bote passt auf. Und Semitsch passt auf. Da kommt nochmal Bech mit. Vecinovic. Meine Güte. Und Mukoko. Nein, der wird auch wieder geblockt. Stiller geht nicht zum Ball hin. Wir sind über die Zeit. Und das Spiel ist vorbei. Und wenn mich nicht alles täuscht, heißt das, wir spielen Relegation. Oha. Sind wir mal gespannt, wer da unser Gegner wird. Ein Zweitliga-Absteiger. Aber wir haben noch ein Spiel vor uns. Dieses hier geht 3:3 aus. Unterhaltsam, nicht hochklassig. Vielleicht ein bisschen nachlässig an der einen oder anderen Stelle. Aber doch überlegen. Ja, die Titelhoffnungen können wir begraben. Was erwarten wir von der anstehenden Relegation? Siege. 2 am besten. Und den Aufstieg. Das war's auch schon. Vielen Dank.